Woran denkst du, wenn du an einen Specht denkst? Vielleicht, dass er einen kräftigen Schnabel hat, mit dem er Hiebe setzen kann in dicke Äste, in Stämme, dort Höhlen zimmert und so weiter. Und das ist auch richtig für alle heimischen Spechte, bis auf den Wendehals. Und um diesen Sonderling unter den Spechten, den heimischen, geht es in dem heutigen Video. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal Faszination Natur. Ich bin Michael Held. Der Wendehals ist deshalb unbekannt, weil er relativ selten ist. Es gibt nur etwa 10.000 Brutpaare hier in Deutschland, gegenüber beim Buntspecht etwa 700.000 bis 800.000 Brutpaaren. Außerdem ist der Wendehals ein Tarnungskünstler. Er geht mit seiner braunbraunen Färbung in seiner Umgebung quasi unter, wie diese wunderbaren Aufnahmen von Hero Appeldorn zeigen, die er für dieses Wendehals-Video zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank an ihn. Die Gefiederfärbung ist meines Erachtens am besten umschrieben mit Rindenfarben, denn die Braun- und Grautöne changieren wie eine gut strukturierte Rindenborke. Und wenn ihr überlegt, wo Spechte im Winter zu finden sind, würden die meisten wahrscheinlich sagen, da wo sie das ganze Jahr über zu finden sind, im Wald und in den Gärten und Parks mit großen Bäumen. Das stimmt auch wieder für fast alle heimischen Spechtarten, eben wieder mit Ausnahme des Wendehalses. Dieser macht sich im Winter nämlich auf eine Reise, eine Weite in den warmen Süden. Als einziger Langstreckenzieher unter den europäischen Spechten überwintert er in West- und Zentralafrika. So kommt er denn auch erst Anfang April aus den Überwinterungsgebieten zurück in seine Brutgebiete bei uns. Dort hat er dann ein gewisses Problem. Eigene Bruthöhlen kann er nicht zimmern und die schönsten Bruthöhlen und Nistkästen sind bereits belegt von anderen Höhlenbrütern, die bei uns überwintert haben und die bereits ihre Eier gelegt haben, wie beispielsweise die Meisen. Dieser Herausforderung begegnet der Wendehals mehr oder weniger unsportlich. Er kapert auch schon einmal eine Bruthöhle, die beispielsweise bereits von Meisen belegt ist, und schmeißt kurzerhand deren Eier oder auch die Jungvögel heraus. So gut getarnt der Wendehals optisch ist, seine Stimme ist auffällig kräftig und geradezu penetrant. Hier seht und hört ihr ihn rufen. Seine kräftigen, leicht turmfalkenähnlichen Jack-Jack-Jack-Jack-Jack-Rufe durchdringen die Reviere, vor allem morgendlich im April. Bei der Nahrung hat sich der Wendehals stark spezialisiert auf Ameisen. So besteht seine Nestlingsnahrung zu 98% aus Ameisen und deren verschiedensten Entwicklungsstadien, Beispiel Ameisenpuppen, die er den Jungtieren in den hungrigen Schlund abgibt. Die jungen Wendehälse sind auch wirklich wahre Nimmersatte. Die Wendehalsweibchen legen übrigens bis zu 14 Eier, ein absoluter Rekord unter den Spechten. Dafür sind die Eier klein und mit rund 2 Gramm sehr leicht. Beide Elterntiere wechseln sich beim Brüten und beim Füttern ab. Auch Zweitbrüten sind keine Seltenheit. Eine besondere Bedeutung bei der Nahrungssuche hat übrigens die lange Zunge, die der Wendehals wie eine Leimrute in mit dem Schnabel geöffnete Ameisenhaufen schiebt, um damit Ameisen und deren Puppen herauszuangeln. Hier sieht man sehr schön, wie ein Jungvogel seine beeindruckende Zunge trainiert. Wendehälse benötigen also zum einen Bruthöhlen in alten Bäumen und zum anderen Ameisen, am liebsten Wiesenameisen. Die schwarz-graue Wegameise und die Rasenameise dominieren seinen Speiseplan. Diese Kombination von alten Bäumen und Wiesenameisen findet sich in lichten Eichen- oder Kieferwäldern, auf kargen, trockenen Boden, aber auch auf Streuobstwiesen. Dass die ehemals weit verbreiteten Streuobstwiesen seit den 1960er Jahren 70% der Fläche verloren haben, ist somit eine echte Bedrohung für den Wendehals. Seinen Namen hat unser braungrauer Specht übrigens von der Fähigkeit, seinen Hals um bis zu 180 Grad zu drehen. Auch die lateinische Bezeichnung Torquilla und sein englischer Name Wryneck nehmen Bezug auf diese Wendigkeit des Halses. Zu Zeiten der Wende in der DDR 1989 wurden Personen als Wendehals bezeichnet, die ihre Gesinnung vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden sozialistischen Systems stets der aktuellen politischen Lage anpassten. Bereits früher wurde dieser Begriff auf Opportunisten im Allgemeinen angewandt. Der Wendehals ist übrigens auch Symbol der Liebesanbahnung. Dazu sollte man wissen, dass der wissenschaftliche Gattungsname des Wendehalses Lynx ist. Und Lynx war in der griechischen Sagenwelt eine Dienerin, die Dienerin der wunderschönen Io. Und Lynx verkuppelte sozusagen oder ermöglichte ein Treffen zwischen dieser wunderschönen Io und dem Göttervater Zeus, der immer auf amoröse Abenteuer aus war. Und als das
die Göttergattin Hera, die Frau von dem Zeus, erfuhr, hat sie kurzerhand die Jynx in einen unscheinbaren braungrauen Vogel verwandelt, eben in den Wendehals. Die schöne Io wurde in eine Kuh verwandelt, der Göttergatte Zeus wurde verschont, so sagt zumindest die Sage. Doch zurück aus der Sagenwelt zur Biologie, zum Verhalten des Wendehalses. Er kann sich als Schlange verwandeln sozusagen, sich winden und wenden und zischen wie eine Schlange, die Federn spreizen und sträuben, um größer, imposanter zu erscheinen gegenüber möglichen Fraßfeinden, die ihn eben fressen wollen. Interessante Dinge, die sich in der Fantasie der Menschen abspielen, wenn sie von diesem Vogel hören, wenn sie ihn sehen. Interessant, was dieser Wendehals alles in seinem Verhaltensrepertoire hat. Faszinierend, was die Natur bietet. Und so wünsche ich euch weiterhin viel Freude in und an und mit der Natur.